Lucy, Mayfair und das Feuerkelch. Kapitel 5. Am nächsten Morgen saß Lucy alleine mit Ginny am Gryffindor-Tisch. Du hast die Nacht wieder schlecht geschlafen, fiel ihr auf. Es geht mir gut, sagte Lucy. Das glaube ich dir nicht. Außerdem hast du schon so dunkle Augenringe. Ich versuche mich zu bessern, sagte Lucy. Vielleicht solltest du diesen Trank von Madame Pomfrey nehmen, den ich letztes Jahr von dir bekommen habe, schlug sie vor. Ginny, es geht mir gut. Ich brauche nur etwas mehr Zeit, fand Lucy. Okay, gab Ginny schließlich nach. Sie schwieg für einen Moment. Was wollen wir eigentlich an deinem Geburtstag machen? Fragte sie. Da ist doch noch 2 Wochen hin, antwortete Lucy. Mag ja sein, aber dann kann ich so lange alles vorbereiten, sagte sie. Komm schon, ich finde, du solltest deinen Geburtstag dieses Jahr feiern. Diesmal brauchst du ihn nicht mehr vor Harry zu verheimlichen, zählte sie. Ich hatte dieses Jahr eigentlich nicht vor zu feiern, erwiderte Lucy. Ach komm schon, flehte Ginny sie an. Gut, meinetwegen, organisiere irgendwas, aber ich will nichts Großes, gab Lucy schließlich nach. Oh, klasse! Ich verspreche dir, dass du begeistert sein wirst, sagte Ginny begeistert. Harry und Ron kamen nun am Gryffindor-Tisch. Hey, wisst ihr eigentlich, dass man das Quidditch-Feld abgesperrt hat? Fragte er. Ist das dein Ernst? Fragte Ginny. Ja, wir wollten gerade etwas trainieren. Das komplette Quidditch-Feld wurde abgesperrt, antwortete Ron. Dann finden in diesem Jahr wohl keine Quidditch-Spiele statt, fand Ginny. Ich habe auch keine Info bekommen, wer der neue Quidditch-Kapitän ist, sagte Harry. Warum bist du deswegen so still? Wandte er sich an Lucy. Ich will eigentlich gar nicht mehr fliegen, erwiderte sie. Wie bitte? Du lebst doch für das Fliegen, sagte Ron. Ich will dieses Jahr nun mal nicht fliegen, sagte sie. Komm, wir müssen zum Unterricht. Wandte sie sich an Ginny und stand auch schon auf, Harry und Ron weitere Fragen stellen konnten. Lucy saß völlig in Gedanken verloren im Verwandlungsunterricht. Miss Mayfair, riss die Stimme von Professor McGonagall sie aus ihren Gedanken. Was? Reckte Lucy hoch. Wir beide müssen uns nachher unbedingt unterhalten, sagte sie und fuhr mit dem Unterricht fort. Ich warte draußen auf dich, flüsterte Ginny Lucy zu, nachdem es zum Unterrichtsende geklingelt hatte. Professor McGonagall wartete, bis alle aus dem Klassenzimmer gegangen waren. Miss Mayfair, Sie sind seit Anfang des Schuljahres sehr unaufmerksam. Viele Lehrer machen sich Sorgen um Sie, erklärte sie. Ich versuche mich zu bessern, sagte Lucy. Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn sich das Sichtfeld ändert, wird es schwere Konsequenzen für Sie haben, erklärte sie. Okay, sagte Lucy. Sie schwieg für einen Moment. Kann ich jetzt gehen? Fragte sie verunsichert. Ja, antwortete Professor McGonagall. Sie wandte sich um und verließ das Klassenzimmer. Draußen wartete bereits Ginny auf sie. Hast du schlimme Ärger bekommen? Fragte Ginny. Nein, du bist nicht die Einzige, die sich Sorgen um mich machen, antwortete Lucy. Als sie um die Ecke bogen, sahen sie einen Ansturm von Slytherins. Darunter war Pansy Parkinson, die über ein Mädchen mit blonden Haaren herzog. Wer ist das? Fragte sie Ginny. Luni Lovegood, antwortete Ginny. Sie ist aus Hufflepuff und unserem Jahrgang, aber ziemlich verrückt, erzählte sie. Luni? Wer nennt sein Kind bitte Luni? Fragte sie Ginny verwirrt. Nun, eigentlich heißt sie ja auch Luna, aber genannt wird sie von allen Luni, antwortete Ginny. Luni? Welcher Idiot hat sich diesen blöden Namen ausgedacht? Fragte Lucy. Keine Ahnung, antwortete Ginny. Pansy Parkinson plötzlich anfing, Lunas Bücher in die Luft schweben zu lassen, beschloss Lucy endlich dazwischen zu gehen. Sie zückte ihren Zauberstab und beförderte die Bücher wieder auf den Boden. Pansy Parkinson drehte sich zu ihr um. Was soll denn das? Du terrorisierst Leute nur, weil sie anders sind als du, fragte sie Pansy. Halt dich da raus, Mayfair, gab sie ihr zur Antwort. Und drehte sich wieder zu Luna um. Lucy stellte sich schützend vor Luna. Was würdest du denn tun, wenn ich dich terrorisiere, weil ich deine Nase hässlich finde? Und wenn ich ehrlich sein soll, sie ist hässlich, erklärte sie ihr. Sie sah, wie Ginny kurz lächelte. Pansy Parkinson allerdings wandte sich ab und ging mit den Slytherins davon.
Lucy drehte sich um und half Luna, die Bücher einzusammeln. Du bist Luna Lovegood, oder? Fragte sie. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast, sagte Luna. Immer wieder gern, sagte Lucy und reichte ihr die Bücher. Ich muss jetzt zum Unterricht, sagte sie und ging auch schon davon. Lucy blickte ihr sehr lange hinterher. Dann wandte sie sich auch um und ging mit Ginny zum Unterricht. Beim Abendessen hielt Lucy Ausschau nach Luna Lovegood. Sie saß etwas abseits von den anderen Hufflepuffs. Dann bemerkte sie, wie Luna aufstand und die große Halle verließ. Schnell stand Lucy ebenfalls auf und folgte Luna aus der großen Halle. Sie fand sich schließlich in einer Mädchentoilette. Hallo, Lucy Mayfair, sagte sie verträumt. Du kennst meinen Namen? Fragte Lucy verwundert. Aber natürlich, du bist in dieser Schule eine richtige Berühmtheit, antwortete sie. Eine Berühmtheit? Fragte Lucy wieder verwundert. Du bist schließlich die Cousine von Harry Potter, antwortete sie. Verstehe, sagte Lucy. Warum sitzt du immer so alleine abseits von den anderen? Fragte sie. Viele halten mich für verrückt, antwortete Luna. Ich halte dich nicht für verrückt, sagte Lucy. Danke, sagte Luna lächelnd. Okay, ich muss jetzt langsam wieder in den Gemeinschaftsraum. Hab noch eine Menge Hausaufgaben auf, sagte sie. Okay, sagte Luna. Sie verließ die Mädchentoilette und machte sich auf den Weg zum Gemeinschaftsraum. Als sie im Gemeinschaftsraum ankam, saßen Hermine und Ron am Kamin und Harry stand vor ihnen und schrie die beiden an. Was ist denn hier los? Fragte Lucy. Sirius hat von meinen Albträumen und meiner Narbe erfahren und ist jetzt auf dem Weg hierher, antwortete Harry wütend. Hast du es ihm etwa erzählt? Fragte er. Ja, antwortete Lucy etwas zögerlich. Ich habe mir Sorgen deswegen gemacht. Außerdem finde ich, dass Sirius von so etwas erfahren sollte, erklärte sie. Harry, Lucy hat recht. Sirius möchte garantiert von so etwas erfahren, sagte Hermine. Er bringt sich selbst in Gefahr, wenn er herkommt, erwiderte Harry, wollte Ron ansetzen. Ich bin mir sicher, dass er sehr vorsichtig sein wird. Im letzten Jahr war er auch hier und wurde nicht erwischt, erklärte er. Außerdem wird er nicht so sehr gesucht wie im letzten Jahr, sagte Hermine. Harry schien sich allmählich beruhigt zu haben. Okay, ich gehe jetzt mal schlafen, sagte Lucy und ging nach oben in den Schlafsaal. Ginny schlief schon, als sie im Schlafsaal war. Sie setzte sich auf ihr Bett. Wenn Sirius auf dem Weg hierher war, dann war Patrick auch bei ihm. Und sie war sich sicher, dass er aufpassen würde, dass Sirius nicht so weit ging.